Eine neue Dämmerung ist angebrochen. Nie wog unsere Wahl schwerer. Wir sind bei Bethesda und ich habe hier Matt Fearer, den Leiter für Elder Scrolls Online. Und ich muss natürlich erstmal direkt anfangen mit einer Frage, die sich wahrscheinlich jeder gestellt hat. Ihr habt bei der Sony PK ja eine ganz schöne Bombe platzen lassen mit der Ankündigung, dass TESO auch für Next-Gen-Konsolen kommt. War das schon immer so geplant? Nein, als wir mit der Entwicklung von TESO begannen, waren die Next-Gen-Konsolen noch lange nicht angekündigt. Aber dann haben wir die technischen Daten der neuen Konsolen gesehen und das sind ja im Grunde High-End-PCs. Wir würden TESO nie für eine minderwertige Plattform umsetzen. Aber uns stehen bei den Konsolen jetzt die gleichen Grundlagen zur Verfügung. Wir können die gleichen Spielerfahrungen bieten, die gleiche Grafik. Der einzige Unterschied ist der Controller. Wie soll das denn genau funktionieren? Wie übertragt ihr all die Funktionen, die sich ein MMORPG-Spieler normalerweise auf seine Tastatur legt, auf den Controller? Unser Ziel war es von Anfang an, ein traditionelles Elder Scrolls-Spiel online umzusetzen, nicht ein klassisches MMO zu schaffen. Von Anfang an hatten wir nur sehr wenige Schaltflächen, ein sehr minimalistisches Interface, das einen fast uneingeschränkten Blick auf die Spielwelt erlaubt. Das macht den Übergang zur Controllersteuerung deutlich einfacher. Du darfst dir das nicht wie ein altmodisches MMO vorstellen, bei dem der halbe Bildschirm mit Symbolen vollgepflastert wird. Es wird sich wirklich eher wie ein klassisches Elder Scrolls spielen. Es scheint ja gerade in Mode zu sein, dass MMOs sich eher an actionreichem Gameplay von Singleplayer-Spielen orientieren. Habt ihr euch das bei anderen Titeln abgeschaut oder ergab sich das durch neue Technologien quasi von selbst? Is that something that you have watched others do, or is that something that just emerged with new technology? Nein, das liegt daran, dass wir eine Online-Version von Oblivion und Skyrim machen. Diese beiden Titel besitzen ein actionreiches Kampfsystem und das übertragen wir. Wir arbeiteten ja schon lange, bevor diese neuen MMOs erschienen, an TESO. Werden die Spieler der Konsolenversion denn eigene Server bekommen oder sich die Server mit den PC-Spielern teilen? Es wird Server für PC- und Mac-Spieler geben und eigene für die jeweiligen Konsolen. Mir ist beim Spielen aufgefallen, dass ihr recht viel Humor in eurem Spiel habt. Da stehen zum Beispiel Söldner in der Spielwelt rum, die nicht so recht wissen, was eigentlich ihr Job ist. Ist das eure Herangehensweise, durch unterhaltsame NPCs das doch nach wie vor recht beschränkte Quest-Gameplay in MMOs aufzulockern? Is that your approach? It's like missions in an MMO, they're quite limited what you can do. Is that your approach to change how they're presented? Ja, auch das ist natürlich ein Element, das wir von den Solo-Spielen übernommen haben. Elder Scrolls hatte ja schon immer einen speziellen, etwas schrägen, schwarzen Humor. Es macht auch einfach Spaß, Dialoge für diese Randbegegnungen zu schreiben. Und es ist uns wichtig, dass die NPCs alle ihre eigene Hintergrundgeschichte und eine Persönlichkeit haben. Das Questen ist ja eher eine subtile und unaufdringliche Sache. Es wimmelt nicht überall von Ausrufezeichen. Wollt ihr, dass die Spieler da aktiv suchen und mitdenken? Genau, wir richten uns an zwei Gruppen von Spielern, MMO-Fans und Elder Scrolls-Spieler. Wenn du spielst, wirst du merken, du kannst in die Stadt gehen und mit NPCs reden, die werden dir sagen, wo du hingehen sollst, um die Spielwelt zu erkunden. Oder du gehst einfach auf eigene Faust los und erkundest sie. Du musst nicht erst mit einem NPC reden, um einen Dungeon erforschen zu können. Du kannst einfach so reingehen und bekommst die gleichen Belohnungen. Hast du keine Angst, dass MMO-Spieler sich da ein wenig verloren vorkommen, so ganz ohne Hinweise? Ganz und gar nicht. Wir sind jetzt seit 2 Monaten in der Beta und die MMO-Spieler unter den Beta-Testern geben uns immer wieder das Feedback, dass sie sich gut orientieren können. Die gehen einfach zu den NPCs und lassen sich Aufträge geben und bemerken gar nicht, dass das gar nicht notwendig ist. Es kommt also jeder klar. Als ihr auf die Idee kam, Tamriel online umzusetzen, habt ihr da schon festgelegt, welche Regionen und Städte auf jeden Fall im Spiel sein müssen? Besonderen Wert haben wir auf die Regionen aus den letzten 3 Spielen gelegt: Morrowind, Cyrodiil und Skyrim. Dort sollte alles so aussehen, wie man es eben kennt: die Landschaft, die Vegetation. Die Spieler sollen sich zu Hause fühlen, wenn sie diese Regionen aufsuchen.
Und es liegen ja auch wieder extrem viele Bücher herum. Habt ihr eigentlich ein eigenes Autorenteam nur für die Bücher? Ja, wir haben ein Team von Leuten, die die Lore-Bücher schreiben. Und das Problem dabei ist, wir können dieses Mal nicht einfach alle Bücher aus den bisherigen Spielen übernehmen, da Teso vor diesen angesiedelt ist. Nur die antiken Bücher können wir zweitverwerten, da müssen wir aufpassen. Aber ja, das ist ein eigenes Team. Es ist sicher auch nicht einfach, die Kontinuität zu wahren. Ja, dafür haben wir einen Lore-Master. Der sorgt dafür, dass die Spielwelt von Teso stimmig ist und auch alles zu den bisherigen Spielen passt. Er spricht sich täglich mit den Leuten bei Bethesda ab, um zu garantieren, dass alles stimmig ist. Das ist ein spaßiger Job. Nochmal zu den Konsolenversionen. Werden die zeitgleich mit der PC-Version veröffentlicht? Alle Versionen sollen Anfang 2014 erscheinen. Die Beta läuft bisher gut, die Spieler sind es, die entscheiden, ob das Spiel bereit für den Release ist. Aber sie geben uns positives Feedback, also gehen wir davon aus, dass wir unseren angestrebten Termin auch einhalten können. Ich nehme an, du kommst selbst kaum zum Spielen. Doch, ich spiele Teso eigentlich ständig, außer wenn ich auf Messen Interviews gebe. Nein, ernsthaft, ein paar Stunden am Tag spiele ich schon. Das Spiel ist so riesig und ich muss den Überblick behalten. Hast du denn ein Lieblingselement im Spiel, einen Lieblingscharakter oder eine bevorzugte Klasse? Unser Charaktersystem ist so offen, dass jeder sicher seine eigene Kombination zusammenstellen kann, je nach Spielstil. Aber am liebsten spiele ich meinen Magier, der mit beiden Händen Zaubersprüche webt. Das ist ein interessantes Spielerlebnis, rein offensiv. Es ist ja keine Verteidigung möglich. Also sterbe ich auch ständig, aber ich teile auch gut aus und das macht eine Menge Spaß. Und darauf kommt's ja an. Yes, exactly. Okay. Thank you very much for taking the time. Thank you.